The water's cold. It's a fjord. You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call me... Edward! Edward Charles Harden, Esquire! Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy, promise. Oh, piffle and phonus balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. So, do you think we'll find your Betty in, what did you call this village? Gravewick? Gravewick? Greywoke? She's there. How can you know for sure? She's my sister. But how can you know? I just do. In her letter, she wrote about... But that's months ago. She could have gone anywhere. Without writing or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Betty's... Ooh, the cat's pajamas, the bee's knees, Little Miss Perfect. Alice, you're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sedarb, we all love her dearly. And Teddy Bear, Edward, we will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of positively nowhere Scandinavia way just to chase Norway. Her down. Everything will be Jake, old fruit. Is that it? Is that Groovewoke? It looks so peaceful and beautiful and so desolate, like a place built for ghosts. Finally. I don't think I could do this for much longer. Can you row any faster? I'm getting frightfully bored. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. It's so quiet. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Willkommen zu Draugen. Draugen. Auf beim Computerspielekauf, würde ich sagen. Also, was wir machen müssen, wir müssen unsere Schwester in dem wunderschönen Norwegen suchen, die irgendwie verschwunden ist. Ja. Und, wir schauen uns jetzt hier mal um. Haben den Auftrag mit dieser Nervensäge hier. Irgendwie die ganze Zeit zu interagieren, die uns im Boot schon so gelangweilt hat. Ah, sie ist abgehauen. Oh, das ist das Beste, was mir heute passieren konnte, war ganz ehrlich. Dear Mr. Harden, you would like to extend an invitation to visit our home. Trouble to hear of your sister's disappearance. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. I hope I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, I'm here. Where are you? Das ist die Frage. To Grovik, Betty. And why did you pick this forlorn hole under the mountains? So sprach Zarathustra. Teddy, are you coming? I'm almost there. Ja, ich komme ja gleich. Kann man sich denn hier irgendwie umgucken? Teddy Bear. Lissy. I'm waiting for you at the farm. Ach, sie ist da oben, alles klar. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um.
soweit wir es können. Frederik Fredland Gorn. Landhandlerei. Oh, was gibt's da? Brutska Tobak. Das ist sehr schön. Und dann gibt's hier Odins Milch. Naja. Wer es mag, warum nicht? Lissy? Okay, wir können Lissy die ganze Zeit rufen. Können wir hier auch mal rein? Nö. Alles dunkel. Boah, guckt euch die Landschaft an. Sehr schön. An Norwegen ist ja sonst so sehr schön. Hier kann man sich hinsetzen und den Ausblick genießen. Wow, schaut euch das an. Da unten fließt das Wasser. Die Sonne scheint so leicht. Da ist das Meer. Da ist ein Haus. Die ganzen Blätter. Stell dir mal vor, da unten an der Hütte würde man wohnen. Natürlich ein bisschen moderner muss es sein mit WLAN-Anschluss. Und alles, was man so braucht an Technik, aber hier würde man doch gern leben, oder? Okay, genug gefaulenzt. Wir gehen mal nach oben. Und schauen mal, ob wir unsere Schwester irgendwie finden. Aber erstmal müssen wir zu der nervigen Betty. Nee, nicht nochmal ausruhen. Aber eben der ist auf der Bank gesessen. Oh, guckt euch das an. Das ist eine Aussicht. Oh Gott, da müsste ja noch ganz weit hoch. Jetzt weiß ich auch, warum der sich so oft ausgeruht hat. Heieiei, ist das schön hier. Okay, aber das ist das Haus, wo wir eingeladen wurden. Und ich vermute mal, da müssen wir dann auch erstmal hin. Und schauen uns da erstmal um. Mensch, der Junge ist ja ganz schön am Schnaufen. Aber soll uns nicht stören, wir müssen ja weiter. Immer gut, dass ich den Weg in echt nicht laufen muss. So, die Pforte steht auf. Und gleich haben wir es geschafft. Gleich ist nur noch ebenerdig. Mann, das ist aber eine fette Hütte hier. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 70. Put some spring into your step, old sport. Du bist aber nicht 70, oder? Da hat's auch recht. It's a half mast. Someone died. So this is it, huh? Nice digs. But seriously, where is everyone? Was ist denn das? Das Wetter verschlechtert sich und Edward würde sich nicht wundern, wenn die Dorfbewohner Zuflucht in ihren Häusern gesucht hätten. Im Haus. They must be somewhere. Perhaps everyone's indoors. The rain's picking up. You first, old bean. Klopfen wir mal. Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. Ja, wir gehen da einfach mal rein. This is Mr. Harden. Oh, sie sind wirklich reingekommen. Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. So, da ich einen leichten Rechtsdrang habe, gehen wir erstmal hier rechts rein. This is the kitchen. Hello? Das ist die Küche. Well. Nein. This is the kitchen. Hello? Okay, ich dachte, wir können uns da ein bisschen umsehen, aber
as I was saying. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. I didn't want to go upstairs anyway. Muss da irgendwer zu Hause sein. Oh, this is nice. Oh, das sieht ja auch schick aus. Richtig auf alt getrimmt. Hier können wir uns ein bisschen was anschauen. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. Betty might be with the Fretlands, wherever they are. Wouldn't Anna Fretland have written you? She might have. We left Hanover a month ago. Look! Family pictures. They must be the, what did you call them? What's on the tip of my tongue? Fruitlanders? The Fretland family. I like them. They look like good people. So irgendwie von der Steuerung her ein bisschen komisch. Drücke RB, wenn die Lissy in der Nähe ist, um zu reden. Was flying at half mast. What does that mean? Someone died. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923. Oh, die haben geheiratet. Is that? Are they? Who's? They're all twins. All of them. That's Johann and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Also da haben zwei Zwillinge geheiratet. Das ist ja auch mal geil. My mind's reeling. This is just too adorable. May 26th, 1899. We'll be celebrating their silver anniversary next year. Wait. Is that? Okay, das haben wir schon. Who's? They're all twins. The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish. Though she grew up in Ollesund. Have you been secretly communicating with Johann's winsome wife, Edward Dearest? Certainly not. She was the one who wrote me, because Mr. Fretland's English isn't as... I was only joking. Lighten up, old sport. Oh, hier ist ein Buch, was verbrannt werden sollte. What are you looking at there? Sehr merkwürdig. A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a good burning. What's the title? The cover's charred. Christmas 1922 to Ruth from Simon. Why would someone burn this? Like I said, maybe it was a terrible book. Is Simon one of the Freddylanders? I don't think so. They only have the one daughter. Ja. Warum, das wissen wir auch nicht. Where do you think they've gone? The Fretlands. The Fretlands, the Hansons, the Jensens, all of them. I'm sure they'll be back soon. It's like a dead Bücher land. Haben wir schon. As though its soul has departed. Was ist das? Fotografie. Well, those boys look proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben. The mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious Oh, die haben in der Edelsteinmine gearbeitet. From what I learned of this place during the brief stay in Ollesund, the iron mine shut down 20 years ago. Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? So, Juli 1902, September 1902. Lesen wir mal das hier. Tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. Oh, die haben einen Unfall gehabt in einer Berg... in einer Mine. Arne Fretland, Frederick and Johann's younger brother. Drei Arbeiter sind dabei gestorben. Wow. How old was he? 19. He might be the boy in the photograph. Operations were suspended after the accident. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Ausländische Investoren ziehen sich auf Frederick Fretlands Bergbaugesellschaft zurück. Time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. The timing is curious. Like he knew something was about to go awry.
So, dann gucken wir uns nochmal Mai 1902 an. Johann Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. So the brothers parted ways? Johann sold his share to focus on farming. Well, that must have put a damper on their relationship. Okay. Da waren wir ja schon, ne? Gehen wir mal hier weiter. Öffnen wir mal, gucken, was dahinter ist. Eine Holzpuppe. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. That's... I'd know it anywhere. It doesn't look like anything. Ach, ihr Schal ist das von seiner Schwester. When she came home that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, I'm... You're wrong. I'm sure she was there. Look, ja. It is her scarf. Genau, das ist der Schal, den sie umhatte. Genauso wie auf dem Foto. Shalimar. But what if that's not? She's here. I'm finally going to find her. That's great, Edward. Really, I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where's everyone gone to? Something's not right. I'm telling you. Teddy. Edward, what's wrong? I. Lightheaded. That's all. Oh. You're having another spell. You know what happens when you exert yourself. Übel. Ich hoffe. Sit down. Passiert ihm That's nicht an order immer. From your commander. Yes. Fine. Okay, setzen wir uns erstmal. I just need to. Kann ja nicht schaden, wenn es ihm einem nicht gut geht. Just for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. What with the rowing and the dragging of the suitcase up the hill? Ja, da hat sie gar nicht so unrecht. Jetzt bestimmt ein bisschen übernommen. If they come home, I'll wake you. Now, lie down, close your eyes, breathe deeply. I'm just going to... Ja, ist wirklich eingeschlafen, aber ich denke mal, das hat er auch bitter nötig gehabt. Also, so viel rudern, boah, das strengt an. Bergauf, strengt an. Koffer tragen, strengt an. Elizabeth? Oh. Is that you? Jetzt sind wir alleine. Lissy. Lissy, are you here? Okay, dann stehen wir mal auf. Alice? Hat sich hier noch was getan? Nee. Können wir noch aus dem Fenster gucken? Oh, wir sind genau mitten in der Nacht aufgewacht. Oh, hey, who's there? Hat mich erschrocken. Betty? Elizabeth? Wait! Das war aber echt übel. Nichts für schwache Nerven. Lissy, there's someone outside. It might be Betty. Mein Koffer steht da noch. Here, Lissy? Are you in here, Lissy? Jetzt ist sie auch noch verschwunden. Gucken wir mal, ob wir die Treppen hoch können. Lissy, are you upstairs? Nee, möchte er nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir rausgehen. Who's out there? Hello? Betty? Lissy?
gucken, was ist das denn? Fußabdruck, oder? I'm not alone. Oh, die Tür ist zugefallen. Können wir die wieder aufmachen? Nö, keine Chance. Müssen wir wohl geradeaus durch das Gartentor. Boah, geile Atmosphäre. Hauptsache, da stehen nicht wieder zwei im Blitz und erschrecken mich. So. Boah, ist ja so nebelig, hier sieht man ja gar nichts. Ich kann dich hören! Ja, auf jeden Fall scheint da jemand zu sein. Gucken. Vielleicht ist es ja auch die Lissy. Ne, das war ein Rabe. Who goes there? Wait. Mal ein bisschen schneller laufen hier. Oh. Someone there? Da müssen wir rüber. Der Schwede, es ist so dunkel. Und er läuft da mitten im... Oh, was ist denn das? Eine Ziege? Betty, ist das du? Are you there, Betty? Oh nein, jetzt rutscht er noch runter. Oh, das ist so selten dämlich. Scheiße. Na, wenigstens haben wir unsere Brille wieder. Ja, es ist so dunkel hier. Und er muss hier mitten in der Nacht rumlaufen. Es ist kein Wunder, dass du hier auf die Fresse fällst. Aber hilft ja nichts. Oh, und ist das eine Reuse? The boat, Edward. Where's our boat? Lissy. Oh, Lissy ist da. Ja, fragen wir mal nach dem Boot. What about the boat? It's gone. The boat? What? How? Maybe you didn't secure it. Ja, wenn wir das wüssten, wo das Boot ist. Keine Ahnung. I thought I tied it securely, but... Naja, auf jeden Fall ist es weg. Out? For a walk. It stopped raining. Did you see Betty? Did I see... What are you talking about? I think... Betty... It was Betty, I... It was her. It must have been her. I saw her face in the window and... Ja. She vanished into the dark. Ich habe sie auch gesehen im Fenster und habe mich so erschrocken. Really didn't see anyone. Seen a single soul. Are you sure it was her and yes, not? I mean, I saw her face and it looked like her. Well, if it was her, why did she run away? I don't know. It's getting dark. Back to the house. And tomorrow. Tomorrow's another day, Teddy Bear. We'll figure it out. Right now. Let's get you cleaned up. Look at you. You've got mud all over yourself. Ja, ich bin ja auch ganz schön auf die Fresse gefallen. Aber sie hat recht, morgen können wir weiter gucken. Im Dunkeln macht das hier keinen Sinn. Ja, schon heftig, ne? Da im Dunkeln rumlaufen, boah. Also die Landschaft an sich ist ja schön und die Natur. Aber man überlegt, ey, man müsste ja nachts rumlaufen, boah. Nee. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ja, jetzt ist er wieder aufgewacht und wieder Alice weg. Oder Lissy, wie sie hier im Deutschen heißt. I will find you again.
Das ist auch übel, ne? Wenn man seine Schwester suchen muss. So, hier war ja nichts, ne? Nichts Neues. Berühren, das haben wir schon gemacht. Oh ja, langsam wird es hier wieder heller. Oh, die ist aber sportlich. Draußen schlägt der Rad. Dann wollen wir doch mal raus. Wow, sieht das geil aus. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden and she called for me. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's Mistwalker. I've been thinking about that. I'd just woken up. I was groggy and the mist was thick as pea soup. I don't know if I saw what I thought I saw. You were chasing a ghost? I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Oh, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're peeking at us through the windows. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. Yep. I feel it. If you say so, Teddy Bear. Have you had your noodle juice yet? Ich vermute mal, wir werden seine Schwester irgendwie auch noch finden, aber es mich wundert, dass hier keiner ist. I'm not hungry. Ganze Insel ist ja irgendwie leer. On the agenda. Find the natives. A mission. Hot dog. I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Ein Fjord mitten in Norwegen, keiner da. Unglaublich. So, wir treffen uns bei den Häusern. Ah, so können wir das Journal angucken. Ach, hier können wir ein bisschen schneller laufen. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Boah, ist das hier eine Landschaft. Wow, wow, wow. So, mal gucken, was wir finden. Wir. Ein Zeichen. Oh, malt er die Landschaft gerade? Ja, das kann ich aber auch verstehen. Ich meine, so schön wie das da ist und wenn man dann noch malen kann, warum? Also ein geileres Motiv gibt es ja wohl nicht. Es ist auch oben die Berge mit Schnee. Unten diese goldenen Blätter. Ja, schon geil. Noch fortsetzen. Frage ist, wie kommen wir denn hier aus dieser Sequenz raus?
drücken wir mal A. Drücken wir mal B. Ach so. Ah, alles klar. Wir müssen uns einfach nur bewegen. Ah, das hat ja gedauert. Okay, wir können ja mal gucken, um das Tagebuch zu öffnen. Das ist quasi abgemalt. Das ist doch schön. So, dann gehen wir hier mal weiter. Gehen aber, würde ich sagen, erstmal zu den Häusern und schauen, ob wir da irgendwas finden. Hier ist ein Brunnen. Da ist nichts. Ach, da oben ist sie. Ja, ich komme ja gleich. Ich will nur mal ein bisschen gucken. Forerunner. Ja, ich komme ja gleich. Darf man nicht mal gucken? Ach, da oben bist du. Ja, ich sehe dich doch. You could bottle and sell this air in Boston. It's frankly medicinal. Careful you don't fall. You suck the fun out of everything, old boy. We're far from any doctor. I don't want you to hurt yourself. That's not very likely, is it? Thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point. Like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Okay, doof ist das natürlich nicht, von da oben aus mal zu gucken. There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Okay, gucken wir trotzdem noch mal. Hier irgendwas übersehen haben. Ah, jetzt können wir auch klopfen. Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink coffee here, not tea. Savages. Oh, das Haus ist auch leer. Nö. Dann gehen wir mal hier rein. Oh! Hallo? Who's there? Hallo? Anyone home? Ist ja merkwürdig. Weil die Tür stand auch vorhin, war vorhin zu. Jetzt ist sie auf. Hm. Hier ist ein Brief. September 21st, 1923. Vir desperata. Lissy, found something here. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. Ah, es geht um einen Fluch. There is no hope left in. Good Sforlata. Good God. Right. In this godforsaken place. The death of the... Jiminy. Death of the children was the end of Grovik. Whatever remained of our souls departed with them. You should see this, Lissy. The letter just trails off. It was never sent. Ja, schon merkwürdig mit dem Brief. Die Betten sind auch frisch gemacht. Ja, dann gehen wir mal raus. Did you see this door closing? It was just the wind, Teddy Bear. You're as skittish as a pussycat.
Ja, das war klar, dass sie sagt, das war der Wind. Habe ich schon mit gerechnet. Hier auch nochmal gucken. Anyone home? Unless they're playing hide and go seek, I'd say that's a no. Three strikes, you're out. I don't think anyone's been home for a while. Someone painted the word traitor on one of the doors. And there was a letter. It sounded foreboding. Da hinten ist auch noch ein Haus. The villagers are not indoors. I saw some sheds down by the water. There's the general store, the church. In other words, time for some sightseeing? Well, it's a bright and beautiful day, and we have nothing better to do. What on earth are you doing? Handstands, Teddy. My record is 2 minutes. Ja, also ich meine, wir suchen ja unsere Schwester und sie eiert da nur rum und macht da Handstand und was weiß ich. Das finde ich auch ein bisschen nervig. Können wir hier irgendwie rein? Nee, ne? Nee, wird auch nichts angezeigt. Okay. Gucken wir mal unten in dem Schuppen, ob wir da was finden. What if everyone turned into a pebble? What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? Remember, I told you yesterday. There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I know, Edward. I was just checking for a sense of humor. Still nowhere to be found. I don't understand why they just leave. Ich verstehe nicht, warum sie das hier einfach lassen wie ein Altar für Missgeschickten. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen, was hier los ist. Lore. Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Iron ore. Or Tilmin Om. It's a memorial. Okay, ein Denkmal. Three men died when the mine collapsed in 1902. Georg Hattlestad, Niels Frambu, Arne Fretland. See, this is what working a regular job. Did you say Fretland? The younger brother who was mentioned in the article. Jo. Unfall. In der Zeitung stand, dass das Bergwerk durch den Unfall zum Schließen gezwungen wurde. I still don't know why Elizabeth came here. And you think it has something to do with this mine? Or with what it did to the village? Maybe. He was just 19. How long had he been working in the mine? That's too young for a dirty job like digging into rock. We're in the real world, Lissy. Most teeners don't have the luxury to idle away their days with games and witty. Ich meine, unser Boot ist zwar kaputt, aber hier ist auch eins. Nicht, unser Boot ist nicht kaputt, unser Boot ist verschwunden. So, hier ist noch ein Eimer. Baum. Können wir denn hier nicht rein in den Schuppen? Gucken, ob es einen Eingang gibt. Ach, die Schienen können wir uns auch nochmal anschauen. To the mine, where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live, and this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Okay, man müsste eigentlich den Schienen nur langlaufen, nachlaufen, und dann würde man zur Mine kommen. Kann man machen, muss man aber nicht. Warum gibt's denn hier keinen Eingang? Habe ich den schon wieder übersehen? Doch, auf der Seite, aber da komme ich irgendwie nicht hin. Oder doch? So vielleicht? Nö. Keine Chance.
So auch nicht. Okay, wir laufen einfach mal den Schienen nach und sehen mal, wo wir hinkommen. No trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? Ja, wir betreten das auf jeden Fall. The sign says no trespassing for a reason. Come on. There may be trolls or at least more houses. Ja, ich denke mal, das Risiko sollten wir schon eingehen. Don't you want to see where these tracks go? They lead to the old mine and no. I've had enough adventure on this side of the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear. Ja, also ich muss sagen, das fühle ich, was das Mädel sagt. Ich hätte die Seite auch erkundet, ganz ehrlich. Gerade wenn du deine Schwester suchst, musst du alles absuchen. Der Zaun ist ja auch nicht umsonst hier. Ne? Aber wir kommen da erstmal nicht drauf oder ran. Da oben ist auch ein Haus. Tja. Dann gehen wir erstmal woanders hin. Links ging es ja zu den Häusern. Da waren wir schon. Dann würde ich sagen, wir gehen mal nach oben. Und gucken da mal weiter, was wir da noch so finden. Ach nee, da waren wir. Halt, wenn die da jetzt die Beschriftung drauf ist, sind wir da schon. Genau, da waren wir schon. Also müssen wir jetzt hier weiter unten abbiegen. Und zwar hier. Genau. Jetzt biegen wir mal hier ab. Gucken mal, was da für ein Haus ist. How about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I survive? Hunt? Harvest? Oh, jetzt können wir in den Laden rein, oder? People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to be. Why lock any doors? I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. The sign says they're closed, but I thought maybe. Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust out? Is that? Lizzie, come here. It's Betty's hat. She was here. Oh, okay. She could still be in there. Jetzt Betty? Hat Betty, are you sure? Ihr Halstuch, ihr Kopftuch. I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I know my sister's hat, Lissy. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Okay. Kann er es öffnen? Nee. Gucken wir mal. Der hatte ja hier irgendwie noch irgendwas gesehen. Hier ist so ein altes Plumpsklo. Ist hier mit? Ah, vielleicht geht das Fenster ja auf. Geht auch nicht auf. Okay. Ich vermute mal, der braucht irgendeinen Gegenstand, damit das Ganze geöffnet werden kann. Oder hat sie einen Tipp? Weil immer so sagen, öffnen, aber es funktioniert nicht. Bringt ja auch nichts. Hm. Hier ist eine Gießkanne. Was ist hier mit? Ist auch noch ein Fenster. Das
Geht auch nicht. Haben wir hier noch eins? Oh, hier steht eins auf. Here's an open window. Das ist doch mal genial. Da gehen wir doch mal rein, oder? It won't budge. Nah, don't be a milk toast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Ja, komm, stärker ziehen. I can't believe I'm actually breaking. Whoops, Daisy. Oh, auf den Arsch gefallen, aber geschafft. Geil. Ja, und sie hüpft dann natürlich gleich rein. Na, das ist doch gut. Los, komm, steh auf hier. Edward Charles Carter, Tanti, world traveler, cat burglar. A cat burglar would by definition enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward. I hope you weren't here when. Is this? Oh, hier hat einer was mit Blut geschrieben. Not necessarily human blood. Well, that's all right then. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Barn means child. And murder, that's... Child murder. Edward. Kindermörder. Hm. They murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Oh. Was ist denn das für ein Bild? It's the same photograph as in the farmhouse. Johann's gone. At least, I assume he's the one who's been... Snip. Frederick clearly did not want anything to do with his twin brother. Es geht bestimmt auch ein bisschen darum, dass der 19-Jährige verstorben ist. Und dass irgendwie ein Verbrechen stattgefunden hat. Eine kleine Racheaktion. Könnte ich mir vorstellen. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Warte mal, hier muss doch der Hut sein von seiner Schwester, oder? Er hat dort durchs Fenster geguckt. Oder war das im Nachbarzimmer? Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass ein 19-Jähriger, der in einer Mine umkommt, dass es nicht so ganz einfach ist. Ein Telegraph. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Okay, wäre auch zu schön gewesen. S. O. Oh, das ist so ein Bild, was Kinder gemalt haben. Oh boy. If only this thing worked. We could order a boat to come get us. Or, even better. So, was haben wir da? What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. The keys are all gone. Some thieving thieves beat you to it. Rascals. Ja, Schlüssel sind weg. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Jai put it means I put. Nurkel is key. Casa. I don't know what that word means. He put the key in the casa? Casa. I wish I had my dictionary. The note's addressed to his father. So the key was moved. But where to? Somewhere safer or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know, was denn das, eine Bestellliste? Why would Frederick keep a list of what he calls traitors? What did they do to him? Eine Liste von Verrätern. Okay. Why else keep a shit list of undesirables? Rätselhaft. Damnation. Der Hut ist da drin. Calm down, old boy. Anyway, how's the hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right. Okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that. Ich denke mal auch, dass wir hier noch irgendwas finden. Wahrscheinlich finden wir den Schlüssel hier auch irgendwo. Versteckt oder so.
kann mir schon vorstellen. Ist er dahinter irgendwie? Ne. Können wir nicht schauen. Aber wenn er selber schon sagt, wir müssen hier besser gucken. Vielleicht hier in der Kasse? Ne. Hier ist auch nichts. Da ist die Liste. Da sind wir reingekommen. Da sind mehr Dosen. Oh, was ist hier? Nicht verschickte Post. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Ja, das mit der Post ist echt merkwürdig. So, was ist hier nochmal der Telegraph? Da können wir nichts machen. Das ist nochmal eine Weltkarte. Tja, wo ist dieser beschissene Schlüssel versteckt? Damit wir an die Tür kommen. Echt merkwürdig. Ah, Kassa. Kassa. So that's what it means. Cash register. Da ist die Karte, Registerkarte. So, Registerkasse. So, jetzt haben wir's. Gangster now, old fruit. Don't worry. Ah, der Schlüssel. Super. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Genau, Geld nehmen wir nicht. Wir wollen nur einen Schlüssel haben. Oder können wir das Geld auch noch nehmen? Nee. Super. Ja, dann hat er ja recht gehabt. Also nochmal ein bisschen gucken. So, jetzt öffnen wir mal die Tür. Und nehmen den Hut. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it so doing? Auf jeden Fall zwei Hinweise haben wir schon. Den Hut, das Halstuch. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Ah, genau. Ich wollte gerade sagen, was mich wundert, dass er den Brief nicht lesen will. Not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be. Johann, you Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth? Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means... the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. Oh. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there.
Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you a million clams. Where? See for yourself. I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissy, wait. Ich denke mal auf, wir sollten alles mitnehmen, alles versuchen. Oh, sie rennt da schon hin, okay. Na komm, öffnen wir die Tür und rennen hinterher. Jetzt müsste die Vordertür ja auch öffnen können. Entriegeln. Öffnen, super. So. Okay. Boah, sie ist ja schon wieder fett am Klettern. What are you doing? This doesn't concern us. A little girl died. We're staying in her home for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Come on, it's an easy climb. This looks very dangerous. Ja komm, da klettern wir mal hoch, oder? Das werden wir ja wohl schaffen. I don't know. Whoops-a-daisy. Ja, wie sie vorhin sagte. Er meinte, ich bin... Du bist ja aus 17 und sie sagte, ja, aber du bist keine 70. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl Edward, got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. Ja, da hat sie recht. Auch wenn das kleine Mädchen da gestorben ist, er seine Schwester sucht, kann man ja trotzdem ein bisschen sensibler sein. Um die ganze Geschichte hier zu verstehen und seine Schwester zu finden, muss er ja jedem Hinweis nachgehen, egal ob der dazu passt oder nicht. Please look at me when I'm talking to you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Okay. Ja, wir finden raus, was mit dem kleinen Mädchen passiert ist. So, die Blumen. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Is that blood? A girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. Ja, schon krass, dass sie ja einen Monat lang keiner mehr war irgendwie. Oh, da ist noch ein Schuh. Oder was ist das? Oder eine Puppe. Ein Teil von einer Puppe. Wo ist das Head? Maybe the killer also decapitates dolls. Als wenn der Mörder die Puppen enthauptet, daher. Very old. Looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be a thousand years old. It does not belong in a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go. Ja, vielleicht steckt da ein Ritual hinter. Maybe we'll find more clues. Vielleicht ist sie ja gar nicht gefallen und vielleicht war es gar kein Unfall. Can you wait just one minute so that I can catch my breath? Huh. Or am I just stumbling through darkness? So. Ist sie wirklich schon oben? Ey, das gibt's ja gar nicht. Ist ja echt sportlich. We're beyond the edge of the world. One. Oh, Teddy Bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean?
Can you see where she fell? Seeing as you're so concerned about me falling out of trees, I wouldn't want to risk falling off a cliff. Scheint echt geschubst worden zu sein. Head first on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. Naja, nicht jedes Kind klettert da auf irgendeinem Berg hoch. No, es wäre ein bisschen zu einfach. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight and Betty's still... You're still out there. Dann gehen wir mal weiter hoch. Ich glaube, der alte Mann hat hier gar keinen Bock. Lissy, slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? Hauptsache, sie verschwindet nicht. Und das ist wieder eine so eine Geschichte. Lissy, nee. Ah, super. Are you there? Teddy. Alter. Hat er sich erhängt oder was? Is this what happened to the villagers? Scheiße. They killed themselves? It's one body. Auf jeden Fall haben wir schon den ersten Menschen von dieser Insel gefunden, aber sie sich gerade erhängt hat. Eine Nachricht. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. Your mother drowned Don't. Herself? Sorry. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died. And it scared her. So she ran no. and... This happened later. There's some consolation in that, I guess. Na, die Frage ist, ob er sich wirklich umgebracht hat. Ate him up and he offed himself. Das ist ja so die Frage hier, oder? With no basis in fact. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. This is... It's tragic. Ja, das mit Betty kann ich verstehen, aber wir können ihn noch mal abmachen. Always just Betty. Und ihn dann irgendwie beerdigen, oder? Look at me when I'm talking. Hängen lassen würde ich auch nicht machen, Alter, das wäre echt übel. Arme Typ, ey. I'm trying to talk to you, Edward. Please pay attention. Anyway, what if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man. Sie glaubt da irgendwie nicht dran, ne? No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Ja, ich finde auch, er sollte da ein bisschen drüber nachdenken und moralisch gesehen den Typen wirklich abnehmen. You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Okay, Stuhl aufheben. Klettern. Dann hoffe ich, dass wir da rankommen. Ja, so ist das richtig. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. Ah, komm, das schaffst du. I know you can. You've been through much worse. Los, komm. Ja, super.
Genau. Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight... They're not coming back. Perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? She was probably murdered. And you think Simon did it? Your guess is as good as mine. It could have been an accident. Das kann You're sein. Really not helping. Also ich glaube auch, dass sie nicht einfach runtergefallen ist, sondern umgebracht wurde. Aber von wem? I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Okay, sie möchte mit uns nicht mehr reden, dann können wir jetzt auch ins Bett gehen, ne? Ah, hier ist ja noch ein Brief, oder? Ja. What did you find? Someone tried to burn this. Just like the book. Isn't that odd? It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Genau, yes. Die beiden, die and auf dem Bild waren. Keep reading. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johann to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is... Also langsam wird das Ganze ein bisschen undurchsichtig. Wer da irgendwie mit wem und... Oh, das ist auf jeden Fall ein Riesenmysterium. Okay, dann würde ich auch sagen, wir gehen erstmal raus und hauen uns aufs Sofa. So, das Bild gucken wir uns nochmal an. Ruth. Do you think Simon killed Ruth? It's not important what I think. I don't know what to believe. Sometimes children do. Okay, da hat er recht. Monstrous things. Die Fakten sind ja irgendwie noch nicht so richtig eindeutig. It's almost painful to look at this photograph now. Their whole world fell apart. Ugh, I can't bear to think about it. Now that we know what happened to Ruth, this empty house is even spookier. It's a house, nothing more. You know better than most that souls can linger. Especially if they die. There's no such thing as a soul. Life force. Ghost. Whatever. You know exactly what I'm talking about. The only ghosts are in our minds. Says you. Ja, was haben wir hier noch? Die Hochzeit. Two brothers married twin sisters, Anna and Margaret Taylor. That's the Grovik Stave Church behind. Okay, das haben wir ja schon. All those hopes and dreams. Ground to dust by misfortune. I almost forgot putting this aside when I lit the fire. Wasn't there an inscription inside? Simon! Simon gave that book to Ruth. Ja, das ist die Frage, warum wird das überhaupt verbrannt? Johann or Anna.
If they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth. Before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Ja, mal gut, dass es nicht verbrannt hat, weil vielleicht kann man das ja noch gebrauchen. Was liegt hier noch so rum? Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves. Before things took a turn. Don't you always kann man sich geil vorstellen, dass die beiden Brüder mal wie Pecher und Schwefel waren und jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen. It's the same photograph we saw in the store. Except this one's whole. So the brother who owns the store Frederick. Was angry with Johann before Ruth. Naja, wenn die sich zerschritten haben, hat er natürlich eine Seite vom Foto weggerissen, ist ja klar. The mine must have been a big deal for Greywolk. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. Hm. Okay, wollen wir das hier auch nochmal lesen kurz? Zeitungsausschnitte. These headlines make more sense now. Johann sells his share and the cave-in occurs shortly thereafter, killing three people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother? Losing the business? There were no happy endings here. Hm. Okay, aber ich glaube... Ah, hier, das haben wir noch gar nicht gesehen. Was ist das denn? You do look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Na okay, nach den paar Tagen, was er alles gesehen hat, fällt runter, wird nachts wach, sieht eine Leiche. So, was können wir hier noch machen? Hut platzieren, okay. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy. Not now, please. I'm exhausted. Ja. Komm. Ich denke mal, wir legen uns erstmal schlafen. Er muss erstmal den Tag verdauen. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? Aber es ist immer gut, wenn man Stress hat und schlafen kann. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. Alter, morgen Sofa zu schlafen gibt aber steifen Nacken. There are no. Hush now. So, Tag 3. Mal gucken, wie der so endet. Ist es eigentlich schon morgens? Boah, ich finde, der steht immer so ziemlich früh auf. Hm? Gibt es ja irgendwie ein paar Klamotten, die ich irgendwie noch neu anziehen kann? Nö, irgendwie nicht. Hier schauen wir nochmal rein. Aber ich denke mal, da wird sich nichts ergeben. Nö, gehen wir mal raus. Berühren. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was mich wundert, wir können zwar jetzt hier überall gucken, das ist auch soweit in Ordnung. Aber was mich ein bisschen wundert, dass wir noch nicht oben waren. Vielleicht können wir da ja noch hin. Okay, dann komme ich mal nach oben, weil da wollte ich ja sonst mal hin.
Ah, okay. Super. Heute Morgen hatte ich statt Tee eine heiße Zitrone ohne Zucker. Außerdem aß ich einen halben Apfel und Trockentoast. Ich habe in letzter Zeit zugenommen und von der Diät der Zeitung gelesen. Anscheinend ist sie sehr, sehr beliebt in London. Aber ich bin furchtbar hungrig und habe Lust auf Spiegelei mit Wurst. 4. August 1923. Wir haben gestern einen merkwürdigen Brief, der an Johann adressiert war, erhalten. Er wurde von einem amerikanischen Gentleman verfasst, Mr. Edward Harden aus Hannover, Massachusetts. Der Brief war ordentlich geschrieben und sehr höflich. Mr. Harden erhielt unsere Adresse von der Polizeiwache in Ahlensund, als er eine Kontaktadresse in Greivik erbat. Ich fragte mich, warum sie ihm Johanns und nicht Frederiks Namen genannt hatten, haben. Vielleicht, weil unsere liebe Margaret nicht mehr unter uns weilt. Oder weil ich besser auf Englisch antworten kann als Frederick. Okay, jetzt können wir hier scrollen. Okay, aber es ist, finde ich, für mich jetzt nicht so interessant. Was gibt's hier? Oh, er kann sogar Klavier spielen. Das ist ja auch klasse. Draugenwalz. Das war zwar schön. Okay, die Pflanze können wir jetzt nicht sehen. Okay, man. Hier ist noch ein Fenster. Zeichnen. Okay, das mit dem Zeichnen, das ist zwar schön, aber warum? Also ich meine, was soll das bringen? Na komm, genug gezeichnet. Okay. Hier ist eine Kiste. This is her room. Hm? Are you paying attention? Ruth, can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then nothing. Darkness. Forever and ever. Das, was ich nicht verstehe, die haben alle die Räume und Zimmer verlassen. Mit total gemachtem Bett. Also. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. Für 8 Jahre ist das auch gut gemalt. This must be the village church. Das kein Wasser hat. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the mine. It could be. But what did she find? Something important enough to draw. Sieht aus, als hätte sie einen Schatz gefunden. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Geil, dass sie ihn immer Teddybär nennt, weil er nicht so einfühlsam ist. Obwohl, er ist ja einfühlsam, er will halt nur seine Schwester finden. Draugen. Hey, the undead monster from those folktales you read. What an odd book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting.
read some of it to me, please? Okay. Hier ist nichts mehr. Ist da oben noch was? Nur da ist eine Puppe. Das Buch haben wir schon gelesen. Bett. She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die 17-Jährige ein bisschen eifersüchtig ist auf die Betty irgendwie. Ich meine, ich weiß ja nicht, wer sie genau ist, aber... So, schauen, was liegt denn da? Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Oh ja, stimmt. Das könnte die Kiste sein. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. And they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Hat sie echt einen Schatz gefunden? Child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin on the doll. This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing, perhaps the mine. She may have found a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, okay, das kann wirklich sein, dass jemand sie umgebracht hat, weil er an den Schatz von ihr ran wollte und sie hat den versteckt. Kann ja sein. Also die Theorie finde ich gar nicht so schlecht. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. She didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic events. This is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The genau. Village was troubled. Also normal war in dem Dorf hier überhaupt nichts. Is that a bell? Church bell. Someone's here. Maybe Glocke. Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We should be careful. I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Kirche, oder? So, wir können ja hier auch nochmal gucken. Oh, die ist aber echt weit oben. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Was ist hier denn noch irgendwas, was wir hier nochmal irgendwie beobachten könnten oder so? Nee. Gehen wir wieder rein, außer die schöne Aussicht natürlich. Gehen wir auch nochmal rein. Ja, hier hat ein gläubiger Mensch gelebt, würde ich sagen. Hier ist zwar nichts zu sehen,
Auf jeden Fall ist hier ein Jesusbild. Hier scheint es auch nichts zu geben, was irgendwie interessant oder wichtig ist. Dann gehen wir mal wieder raus. Und gehen hier nochmal rein. Und dann gehen wir aber in die Kirche. Ist so. Okay. Dann müssen wir jetzt mal runter. Er hatte ja auch gesagt, wir sollen in die Kirche. Dann tun wir das jetzt mal. Müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt hinkommen. Aber das Gute ist, wir haben sie immer im Blickfeld. So. Muss sie auch in die Richtung gehen hier auf jeden Fall. Achso, da kann man immer malen, aber das möchte ich jetzt nicht. Da, ich bin echt gespannt, was in der Kirche los ist. So, aber um da hinzukommen, müssen wir hier lang. So. Ist auf jeden Fall nicht verschlossen, das ist schon mal gut. So, dann gehen wir mal schnell einen Schritt. Boah, echt ein schicker Ort hier. Aber ich finde schon krass, dass er immer wieder sagt, dass seine Schwester irgendwo ist. Auch jetzt, sag ich mal, wo es in der Kirche läutet, dass er immer davon ausgeht, dass es seine Schwester ist. Finde ich schon faszinierend. Memorial Service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. All these fresh graves. Do you think that maybe no. Betty? I'd know. But you oh, die Kirche ist sogar zu. Elizabeth, why board up a church? To keep the ghosts from us? Who did this? Someone who'd lost their faith. Jemand hat, der seinen Glauben verloren hat. On fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that That's runs through. Nature, not God. Can you peek through the boards? Ja, los, komm. See anyone? No. Listen. The bell. They're still in there. Ja, dann müssen wir da auf jeden Fall rein in die Kirche und hoch in den Glockenturm. Hello? I heard the bell. This is giving me I'm here to help. Duties. These boards look flimsy enough to break. Los, komm, entferne die Bretter. Du wirst ja wohl schaffen. Okay, das ist gut. Ich habe gedacht, es kommt wieder, es ist mir zu schwer und ich kann das nicht. I didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. Stop shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. Yeah. What's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it? Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. Stimmt, wir haben niemanden gesehen, aber... I'm telling you. It's ghosts! Ach, Gespenster. Vielleicht ist es ja auch so... Dass gar keiner am Seil ziehen musste, sondern war oben und hat oben gegengeschlagen. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean, es waren die Geister, dann war es der Wind. Was the wind? There's no one here. Lissy, look, Betty's gloves. Oh, Bettys Handschuhe. They are definitely Betty's. Oh, she got these in Boston before she left for New York.
She bought them at Woolworth. I remember the day she... Ich finde das krass. Die 17-Jährige glaubt das immer nicht und er weiß immer, dass es seine Schwester ist und die Sachen liegen hier überall rum. She knew I'd recognize her gloves, her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a lab. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. Oh, was, warum ist sie denn so eifersüchtig, Mensch, du bist 17. Passt doch sonst nicht zu mir, bin viel zu alt für dich. God is not here. Their faith was challenged. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. They considered this a sacred place. For them to destroy it. Ja, das sieht hier sehr unordentlich aus. Das stimmt natürlich. This was an act of desperation and anger. The church book, a record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And Elizabeth, I mean, if she was dead, her name would be in the book. Genau, sie würde im Buch stehen, wenn sie gestorben wäre. Vandals. They tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. The final dinner. The last supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Okay. Lesen wir das mal. Ich habe dich noch nie die Bibel gelesen sehen. Many times. It's an important historical. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Old English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. Das Gemälde. Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Tja. Ist hier irgendwie noch ein Brief oder so? Ach, hier sind doch die Seiten, oder nicht? Die rausgerissen sind. Zeigt er aber nicht an. Ja, doch, da. How many pages are missing? I counted four. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to team me. Okay, sie hat einen gefunden. Wir haben auch einen gleich gefunden. Genau. Aufheben. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Ich dachte, dass unter der Unordnung noch was liegt. Found another one. You get it. It's right here. What are you doing? We're in a church. I thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Also ich sehe hier keinen mehr. Ach doch, da. Just one more page missing. So, eine Seite fehlt noch. Okay. Die werden wir auch noch finden. Gehen wir hier nochmal lang. Ansonsten, wir müssen ja sonst noch da oben. Da waren wir noch gar nicht. Ne. Können wir mal am Glockenseil ziehen. I don't like that sound. Please stop. Okay. Gehen wir nochmal nach oben, weil vielleicht finden wir da noch die letzte Seite. Ach, da ist er. Two for two. A tie. Good job, Teddy. Stop, Lissy. This is not a game.
Betty's out there. Of horse feathers. Ja, ist sehr interessant, wie die Rollen sich jetzt tauschen. Sie wirft ihn immer vor, dass er so unsensibel ist und jetzt ist sie selber unsensibel. Genau, wir fügen die Seiten jetzt mal alle hinzu. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the third Fretland brother. The one who died in the cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Okay, das ist auch krass. Ruth's drawing also mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Das ist schon seltsam, wenn überall bei Todesursache Fluch steht. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. Oh, hat sich tot gesoffen. Next to it? Mord? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half dozen deaths in a single. Ein halbes Dutzend Todesfälle in einer Woche. Das ist echt schon eine harte Nummer. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? Gerade wenn alle getötet sind, dann muss ja trotzdem einer überbleiben, der das alles aufgezeichnet hat. Traitor. Edward? What's wrong? Final entry. There's... There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty. It doesn't mean she's... She's not dead. She can't be. I'd know. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Teddy? Where are you going? Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. Never forgive you. Where is it? Tja, wo ist das Grab? Ich hoffe, wir finden keins, weil er will ja, dass seine Betty noch lebt. Vielleicht hinter der Kirche irgendwo was? Nee, das funktioniert ja nicht. Hier ist ein Abgrund. Gucken wir mal hier hinter. Nee, hier ist auch kein Grabstein. Oh, die Musik gefällt mir gerade, die läuft. Sieht echt cool an. So, wir gucken uns jetzt nochmal jedes Grab an hier. Gekennzeichnet. Okay, müssen wir mal graben wir mal. What are you
you gone completely mad? Edward, stop it! Naja. Schön ist das nicht, was er da macht, aber wer weiß, was wir da rausfinden. Ja, das ist nicht Betty. Betty, it's not her. Oh, Edward. What have you done? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister or like what? That. Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing. When are you going to do something useful with what? Naja, komm, jetzt wird's doch mal ein bisschen beleidigend. Just leave me be. Fine. Lucy? Alice? Alter. Come back. Wie kann sie sich denn einfach auflösen? Come back. Vielleicht gab es sie ja die ganze Zeit gar nicht. Vielleicht hat er was am Kopf. Alter, sehr seltsam. Gehen wir nochmal in die Kirche. Gibt's nichts mehr. Gerade wenn die sich so auflöst, dann war das die ganze Zeit nur in seiner Fantasie. Also, oder? Lucy, where are you? I was afraid you'd left me. Now listen to me. No. Hä? Wie kann sie denn verschwinden? Alter, ich glaube, ich bin hier an einer Geschichte, wo es gar nicht darum geht, dass hier jemand vernünftig ist, sondern der ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt, würde ich sagen. Die Person da unten gibt es irgendwie gar nicht, oder? Jetzt rennt er da wieder hin. Gibt's ja nicht. Steht sie da? Ich glaube, der braucht mal seine Tabletten. Lissy, please listen to me. I didn't mean what I said. I Of course you meant it. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Dumb. You deserve to be alone. Wie kann sie denn immer verschwinden, ne? Na, da bin ich ja mal gespannt, ob sich das noch auflöst. Ich habe das Gefühl, der Typ braucht Tabletten. Aber richtig starke. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day. That I'm your puppet, your little plaything. Well, fuck you, Edward Charles Harden. I never should have come here with you on this pointless chase. Now, be reasonable. What are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. Nee, komm, spring da nicht runter. Aber I can't live without you. Don't, please, don't, no. What? No. Das ist ein schlechter Traum, oder? Alice, what have you done? Please be all right.
Please don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Oh, an Engel. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have. And we love you. We are here. With us, you are never alone. Okay, Geschichte nimmt ja irgendwie eine Wendung. Ich hoffe, er hat gerade geträumt. Never. I never forget. I am never alone. Komm, das hast du doch geträumt, oder? Tag 4. Ich hoffe, das war ein Traum. Wirklich, weil ich wüsste gar nicht, wie ich das sonst erklären sollte hier. Wake up, Edward. Okay, gut. Stop hiding. Oh, ist ja doch noch ein Engel. Without us, you are nothing. You cannot hide from us. Where's Lissy? Alice is not here. Bring her back. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. Alter, jetzt steige ich gar nicht mehr durch. It's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to you, Lissy. Oh. Heftig, heftig, heftig. Ja, jetzt müssen wir hier irgendwie aufstehen. Können wir eigentlich die Handschuhe hier ranpacken? Vorhin haben wir ja auch ausgestattet irgendwie. Ja. Ich verstehe es gar nicht. Entweder haben wir geträumt oder so. Please. Lissy. Listen. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Alter, jetzt geht das schon wieder los hier. Alice does not want to speak with you. Then what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? Of course, I... Also, ich habe ja echt gedacht, so, ich steig da durch und das ist so ein Kriminalfall und alles gut. Aber... Momentan weiß ich gar nicht, was hier los ist. Ein tauchender Engel auf. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er schlecht geträumt hat, aber. Ja, komm, mach die Tür auf. Jetzt ist sie wieder da. Hear me out. Alice. Bitte. Don't go. I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves one way or another. You don't.
You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Also, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da jetzt durchsteigt, aber ich steig da momentan überhaupt nicht durch. Ganz ehrlich, also. So, jetzt regnet's wieder. Ich kann mir nur vorstellen, dass er gerade träumt, aber... So, dann gehen wir hier nochmal rein. Ja, aber wo ist hier denn? Können wir jetzt mal nach oben gehen? Gucken, ob wir Alice finden. Na, komm. Gehen wir mal nach oben. I gave you this jacket. Betty. Oh, Bettys Mantel ist da. Schon merkwürdig. Der hing doch vorhin da noch nicht, oder? Ja. Das haben sie ja geil gemacht. Also. Okay, bitte. Alice, be reasonable. Lissy. Lissy, I'm tired of chasing you. Hör zu. I'm trying to talk to you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, Jesus which means Christ, Betty was Teddy. Here. Perhaps when we were out yesterday. Betty, she must Betty, have... Betty, 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 Betty. Do you love Betty more than you love us? But don't you see? What has Betty done? That we haven't. What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide. Alter Schwede, der Typ hat schwer einen am Helm. Jetzt kommt wieder ein Engel. We'll never be the same. Und jetzt? She does not want you. Who are you talking Why about? Do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Gott, jetzt muss ich Beine zuhören, Bang, right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. Please. Not us. We're always here for you. I beg you. You are never alone. Stop! Alter. Leave me alone, both of you. Also wenn das jetzt kein Traum ist, dann steige ich hier überhaupt nicht mehr durch. Fine. Good. Lissy. Mal nach draußen. Nö. Also, das ist wirklich mega merkwürdig. Da ist man die ganze Zeit so hinterher und denkt, das ist ein Kriminalfall. Und jetzt stellt sich irgendwie raus, dass der Typ einfach nur einen an der Mütze hat. Kann doch nicht sein, ne? Gerade die Freundin, die immer jetzt verschwindet und taucht da wieder ein Engel auf und
Ja, hier oben scheint sie nicht mehr zu sein. Okay, dann gehen wir mal nach unten oder wir gucken hier nochmal. Aber hier war ja auch nichts weiter, ne? Ne. Dann gehen wir mal nach unten und schauen mal, ob da unsere Begleiterin ist, die irgendwie nicht da ist. Wie auch immer man das nennen mag. So, aber wir gehen jetzt erstmal hier hin, weil vielleicht können wir den Mantel jetzt über die Puppe hängen. Mantel platzieren. Genau. Es mich wundert, dass er die Handschuhe nicht anzieht. Ach doch, die hat er da in dem Mantel platziert. Merkwürdig. So, aber auf... So, jetzt ist alles dunkel. Tag 5. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, er hat sich den Kopf gestoßen. Das war alles nur ein Traum. Wobei, wenn er jetzt aufsteht und den Mantel sieht über die Puppe. Betty? Elizabeth? Is that you? Also das mit dem Mantel kann ja nicht geträumt gewesen sein, weil der hängt da jetzt ja. Also. Are you upstairs? Jetzt gucken wir mal hier rein, wie wir jetzt aussehen. Wahrscheinlich sehen wir jetzt schrecklich aus. Nö. Sieht nicht so aus, als hätte einer eine Mütze, würde ich sagen. Er hört aber Geräusche. Kommt von oben wohl. Dann gehen wir da mal hoch. Vielleicht von da? Nee, komm wirklich von oben. Also müssen wir nach oben. Komm. Nee, dann kommen die von woanders. Ach klar, okay. Muss er da mal schnell hin. Betty? Betty! Are you in there? Open the door! I'm coming in! Ja los, komm, schlag die Tür an. Da waren wir nämlich noch nicht drin in dem Raum. Los, komm. Los, nochmal. Okay, da war nur eine Krähe. Betty? Alter, wer liegt da denn? No! Ja, okay. Es ist nicht seine Schwester, aber wer ist das? But who? Anna. Das ist ja merkwürdig. Hier ist ein Brief. It's from Johann. Von Johann an seine Frau. Did you notice the handwriting, Betty? It was clearly distraught. Knock, ere knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will tell ye. Forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery. My silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth.
May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Ja, ist echt merkwürdig. Eine seltsame Geschichte. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, wer das ist, aber okay. Die sind da auf dem Bücher. You said this was a gift from another unlucky suitor. Brotkrum. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless a signpost, a breadcrumb. You followed Johann to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Okay, also seine Betty ist irgendwie zur Mine gefolgt. Und hat Hinweise auch hinterlassen. So, ich denke mal, hier sind wir jetzt durch. Das heißt, wir müssten eigentlich zur Mine, wo er vorhin nicht hin wollte, wo er gesagt hat, er übertritt den Zaun nicht. Ich frage mich jetzt nur, was mit unserer Begleiterin ist. Die anscheinend irgendwie nicht da ist. Und die es ja irgendwie offensichtlich auch nicht gibt. Ja, hier waren wir ja schon ein paar Mal draußen, hier gibt es ja nichts. Also gehen wir hier wieder zurück. Na, dann würde ich sagen, vielleicht lesen wir hier nochmal. Vielleicht kann er dann Schlüsse ziehen. So, okay, das ist für uns irgendwie nichts Neues. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Mine. Das ist so für mich das Schlüssigste, was er eben gesagt hat. So, where is Frederick's farm? Halt, hier geht's ja gar nicht lang, wir müssen hier lang. Ich vermute mal, dass der weiße Punkt auf der linken Seite uns irgendwie hinführt. Ja, sieht so aus. Ja, endlich. Da wollte ich ja vorhin schon hin, aber er war ja zu artig und hat keine Lust gehabt, dahin zu gehen. You'd piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Johann and Frederick are partners. Sind Geschäftsführer und haben ein gutes Verhältnis zueinander. So, die haben sich aber zerworfen, weil sie sich gestritten haben. Okay, das haben wir ja schon mal gehört. This path to confront Frederick. Yeah. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall?
ob wir hier ein paar Hinweise finden. Oh, hier ist ein Tresor. Hey. Versuch den zu öffnen. Nein, öffnen. Kann ich nichts machen. Dann stehe ich nochmal auf. Und gucke, ob ich hier noch irgendwelche Hinweise finde. Hier ist wirklich das komplette Haus niedergebrannt. Betty? Hier waren keine Hinweise. Gucken wir mal hier. Nö, hier ist kein Eingang. Gucken, ist hier der Eingang? Ja, hier ist ein Eingang. Ist nur ein Fenster. Ansonsten ist hier nichts drin. Okay, dann gehen wir mal ins andere Haus. Das ist verschlossen. Da kommen wir auch nicht hin. Oh, hier sind Grabsteine. Margaret Fredland. Simon's grave. Simon's grave. Born okay. December 5th, 1909. Died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? His wife's grave is also here. Perhaps Frederick wanted nothing to do with the church or with their God. Okay, mit den Zahlen können wir dann wahrscheinlich den Tresor öffnen. Sehr spannend. Hier geht's ja auch weiter. Aber wir gehen erstmal zum Tresor. Bevor wir da rechts weitergehen. Hier ging es ja hoch, genau. So, dann überlegen wir mal. What do you reckon, Betty? Ich glaube, er nimmt Simons Geburtstag. Let's try Simon's birthday. Yo. Another Viking artifact, Betty. Oh, Wikinger artifact. The same treasure Ruth found. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter, it's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. Hmm. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Was ist da? Das ist eine Urkunde, ne? Mr. Fretland. We expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Oh.
Should this happen, we will consider it a breach of our contract, and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. Oh, hier ist noch ein Schlüssel. The Fretland Mining Company. Bergbaugesellschaft. I wonder what this unlocks. Okay. You went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. All right, Betty. So what happens next in your story? Johann and Frederick discover something in the mine. Decken etwas in der Mine, eine Höhle oder Kammer von archäologischem Interesse. Ah. They argue about what to do. The discovery is made public. It's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Ah, okay. Then, a few months later, the accident. Three men die. The investors pull out. The mine shuts down, Frederick's up to his neck in debt. Na, das klingt wirklich ein bisschen komisch. Jetzt muss ja der Schlüssel passen. So, 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. It's a catalyst. Ja, das sind wirklich seltsame Zufälle. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. So eine Kletterei. All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. So, also die Zusammenhänge oder so, die kann ich ja alle verstehen, aber ich verstehe immer noch nicht, wer seine Assistentin am Anfang war. Und warum er seine Betty irgendwie nicht findet. Oder das kommt jetzt hier noch. Ach, hier ist der Kopf. Sehr interessant. Das ist der Kopf zu der Puppe. Ruth was here. The day she fell. You were here, Betty. You saw Ruth. Maybe you tried to help, but she ran all the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Okay, das ist ja auch eine Theorie, dass seine Betty wusste, was passiert ist. Please answer me. Alter, die Mine ist aber ziemlich einsturzgefährdet. Was macht man nicht alles so, um einen Fall zu lösen?
Betty, this is Mother's brooch. Okay. You always wore this. You wouldn't take it off unless... Sie Anstecker. What am I not seeing? Genau, wir schauen da nochmal rein. Hey, hey, hey. Jetzt hier nach rechts. Nee. Wir sollten hier echt rauslaufen, ne? Schaffen wir es noch? Jo. Alter, das war aber knapp. Ich dachte nämlich erst, ich muss in die andere Richtung laufen. Tja, da können wir jetzt nicht mehr rein. Scheiße. Oh! Edward! Betty? Elizabeth? Is that... Is that you? Edward? Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. Ist jetzt seine Schwester hier? Obwohl, bei dem Typen weiß man ja nicht genau, was hier Phase ist. Edward. Weil seine Assistentin ist ja auch ganz komisch verschwunden. Der lebt, durchlebt wahrscheinlich seine eigene Geschichte. So, klettern. I'm on my way. Ja, ich beeil mich ja schon. Please, Edward, hurry! Ja, ich muss hier nochmal rüberkommen. Edward! I'm almost there! Ich komme ja schon. Ich kann hier nur die normalen Wege laufen, das geht mir ja um Pinsel. Ist das sonst so bestimmt eingebrochen hier in der Höhle, oder? Just stay put. I'm here, Betty. It's Edward. It's me. Okay, dann muss ich nach oben. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ist hier im Haus? Das ist ja faszinierend. Hier drin? Elizabeth, there you are. Finally. Alter, der wirklich an einer Mütze. Dafür spiele ich die ganze Zeit das Spiel. Unglaublich. Look, your brooch, Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Jetzt bringen wir noch die Brosche an. Wenn ihr jetzt noch das Foto aufs Gesicht klebt, dann sieht er sie richtig. Oh, was passiert denn jetzt? Oh, ich hoffe, der hat sich den Kopf gestoßen und träumt nur. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann and Anna
and Frederick, and Simon, and... and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the Okay, er hat ein Trauma. And you found her. Und hat die ganze Zeit nach seiner Schwester gesucht, die nicht you da were just ist. 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again. And again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. All it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... she was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part schon, of you. Eigentlich schon eine traurige Geschichte, and ne? Ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. An meinen größten Fan mit herzlichen Grüßen, Greta Garnier. Ach, das war sie. Es ist gar nicht seine Tochter. Seine Schwester. As it is to be born anew. Okay, er hat eine Vision gehabt. Tag 6. Krass. So, alles, was aber in seinen Visionen passiert, also auch, dass die Puppe sich verwandelt und er die Klamotten und so findet, findet statt. Das finde ich schon krass. Bye, Betty. Gucken, wie er jetzt aussieht. War eigentlich mehr traurig, würde ich sagen. So, dann gehen wir mal raus. Sich jetzt verabschiedet. Ja, sie ist draußen. Also habe ich das wirklich nur geträumt und es war nur eine Vision, ja? Had your noodle juice yet? I might be weaned off this stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir schon eine Verabredung mit dem Geist haben. Oder Gespenst. Das finde ich ja auch faszinierend. Such an amazing view, isn't it? Ja, das ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Die Aussicht ist wirklich super genial. Why did we come here, Teddy? To Grovik. Well.
to find my sister. But Betty's not. She was never here. It doesn't make sense. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere. Paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us? You're not ghosts. You're alive. Fair enough. Na gut. So what really happened to Ruth? Wurde er ermordet? Murdered. By Simon? It had to be Simon. Are you sure? Does it matter? They're both dead. It matters to me. So ich glaube auch, dass er es war. And she came here. And then someone pushed her? If only she had wings. Like a bluebird. She could have soared away on autumn winds. But why was she killed? Ich glaube auch, das lag am Schatz. Because of what she found. Someone wanted the treasure. Or wanted to make sure no one else would find it. So instead, wir wollten verhindern, dass die Mine weiter betrieben werden kann. Including the murder. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Ja, im Himmel sind sie auf jeden Fall. They're dead. I don't know what that means. Sein Glauben wird er ja nicht verloren haben. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. Ja, das könnte man mal schreiben. With no annoying loose threads. Edward, is that a boat? Oh, unser Boot ist wieder da. Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure. I don't understand how this can be. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Okay, dann war das alles eine Vision und das Mädel hier gibt's wirklich. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My jetzt ist er wieder weg. Righty-ho. No rush. We have all day. Ja, dann gehen wir mal wieder hoch. Und dann haben wir es, glaube ich, bald geschafft. Hier kann man sich wieder hinsetzen und ausruhen. Ich meine, bei der Landschaft ist es ja wirklich sehenswert. Aber wir gehen mal weiter. Wollen das Ganze ja zum Ende bringen hier. So, das Haus müsste da oben ja sein. Genau, und das ist auch sein Koffer. Genau, den wollte er noch holen. Jetzt um die Ecke links, genau hier. Come on, Teddy, pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Genau. Wir packen jetzt die Koffer. Genau, nimm das Bild mit. Nur lass es da. Genau.
Ich glaube, die Geschichte hat sich jetzt aufgeklärt. Wollen wir uns nochmal verabschieden? Nö, können auch nichts machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Koffer. Das ist ja auch schön. Das zeigt, dass er ja doch noch ein bisschen Verstand hat, obwohl ich ja dachte, er hat komplett Ahnung an der Mütze. So, dann können wir ja zurückrudern. Ja, die Nervensäge hat sich auf jeden Fall dann doch nochmal als nützlich erklärt. Und zurück geht's. Oh, die schöne Insel. Oder Fjord ist das ja, genau. It's a fjord, Lissy. And it's almost winter. Oh. There'll be snow when we get back to Hamlet. Guckt euch das nochmal alles an hier. Und zum Abschluss. Are we going to be all right, Edward? I think so. Schöne Musik noch, so zum Schluss. Mal nach oben gucken. Ja, schön. Dann haben wir es auf jeden Fall durch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lade das Spiel komplett hoch. Also nicht in Teilen. Und dann dürft ihr mir gerne ein Like hinterlassen. Und den Kanal abonnieren. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.